Ich grüße euch, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit WWE Champions. Leute, diese Ausgabe ist wirklich komplett spontan jetzt hier bei mir. Und zwar geht es nämlich um Folgendes. Wir wollen gemeinsam die letzte Tour spielen, die es hier in diesem Hall of Fame Contest gibt. Und was daran nämlich so faszinierend ist, was heißt faszinierend, was da für mich persönlich so schön dran ist, dass genau die Punkte ausreichen, also die Ingots, die Barren, die wir in dieser Tour kriegen, dass die ausreichen, dass ich es tatsächlich damit dann schaffe, den letzten Meilenstein in dem Hall of Fame Contest zu ergattern. Und ich habe mir gedacht, Mensch, komm, das ist irgendwie eine coole Sache, dann nimmst du einfach mal deine Leute hier mit. Und da habe ich mir gedacht, das machen wir einfach mal zusammen, weil das ist eine schöne Sache und wir können natürlich die Zeit auch ein bisschen nutzen, um vielleicht, ja, einfach noch ein bisschen jetzt den Hall of Fame Contest, so will ich sagen, ein bisschen rekapitulieren zu lassen. Wir haben die letzte Tour hier um die Million Dollar Corporation und da war ja immer so ein bisschen die Angst gewesen, war es jetzt Million Dollar Man, Million Dollar Corporation, das hieß ja immer was anderes. Und ja, es ist tatsächlich die Million Dollar Corporation geworden und was da natürlich richtig cool ist, da zählen ja ein ganz paar Leute dazu. Viele von euch mäßig haben Six ziemlich weit nach oben gezogen oder haben Stone Cold Steve Austin nach oben gezogen, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das viele von euch sind. Und natürlich durch das, dieses Zwischen-Talent-Up, was wir vor dem Hall of Fame-Contest hatten, haben natürlich auch viele den Deadman, den Undertaker. Mit denen wollen wir heute spielen, gibt es hier nochmal ein bisschen schönes Gameplay zu ihm. Und ich würde einfach mal sagen, wir ballern hier jetzt natürlich mal den guten A-Cam rein. Na, da ist er. So. Wir spielen ihn natürlich dadurch, dass ich ja endlich im Besitz eines A-Cams bin, mit Gelb-Gelb-Violett, dem Finisher. Und dann gehen wir hier einfach mal rein. Wie gesagt, Leute, das habe ich ganz vergessen, das wollte ich eigentlich mal kurz zeigen. Ich bin wirklich bei dem Meilenstein, ihr seht es, es fehlen 39.000 Punkte. 39.000 Barren, die werden wir uns jetzt ergattern. Das ist richtig, das ist wirklich toll. Also das da, ich bin auch ganz ehrlich, es ist tatsächlich das allererste Monatsevent, was ich geschafft habe zu maxen, wo ich mir wirklich den letzten Meilenstein geholt habe. Zählen natürlich viele Faktoren mit rein, ne? Also wirklich das Team, das möchte ich da wirklich an erster Stelle jetzt einfach mal setzen. Speziell jetzt nochmal der letzte Gauntlet-Blitz, der zum Beispiel war. Ich glaube, das war innerhalb von, war es ein Tag? Ich glaube, das ging ja insgesamt ein Tag, aber ich glaube, wir haben nur ein paar Stunden oder so Gebrauch gehabt und dann hat sich die Laube schon wieder gehabt. Und ja, das waren wichtige Ingots gewesen, wichtige Barren. Und ich habe auch extra mir meine ganzen Ingots aufgehoben. Wir werden auch gemeinsam dann wirklich am Ende nochmal in den Prize Wall Shop gehen und wirklich gemeinsam shoppen, um ganz einfach das Hall of Fame Event zu einem wirklich runden Abschluss hier heute zu kriegen. Und wisst ihr, was aber total faszinierend ist? Ich habe das ja vor Beginn dieses Events gesagt, dass das wirklich ein Event sein soll, wo ich abgesehen von diesen, von dem Starter-Pack, wo man Stephanie McMahon auf 2 Silber holt, dass ich diesen Monat wirklich gesagt habe, da soll nichts weiter reinfließen. Ehrlich möchte ich natürlich zu euch sein, ich habe mir zweimal, ihr kennt das hier, wo du für 1 Euro das Dorte kriegst und dann danach die 5 Euro, ihr wisst, was ich meine, ne? Das habe ich mir zweimal gegönnt gehabt und mehr war es tatsächlich wirklich nicht gewesen. Und das ist dann natürlich darüber hinaus nochmal richtig cool, um dann zu sehen, ey, es geht auch ohne. Es geht auch ohne. Klar, man muss jetzt ein bisschen ehrlich auch sein, dieses Monatsevent war wirklich so gewesen, dass wirklich die Touren, die dran kamen, dass das wirklich mit Superstars halt war, die wirklich viele, viele haben. Klar, ich hatte auch nicht alle, wie jetzt zum Schluss hier in dem Hall of Fame Book 3 jetzt hier. Da war ja zum Beispiel Luke Gallows gefordert. Den kann ich leider auch nicht meinen eigenen nennen. Aber es hat trotzdem gereicht und das finde ich halt total klasse, ne? Und ich habe mir auch, ich habe gedacht, jetzt das Manöver endlich mal da hier. Wie viel Schaden macht das? 15.000. Kriegst du, ach komm, wir machen da jetzt hier so. Ist ja jetzt auch scheißegal. Und ja, ist halt einfach toll, dass das dann trotzdem noch geklappt hat. Und wie gesagt, das allererste so Monatsevent, was ich wirklich mal geschafft habe zu maxen. Und ich habe mir auch gesagt, dass dann der nächste Monat, klar, ich werde trotzdem zocken, was halt geht. Das ist natürlich ganz logisch. Aber es sind natürlich diesen Monat Ressourcen draufgegangen. Es sind Coins draufgegangen. Es sind jede Menge Poster draufgegangen.
Und da habe ich mir halt wirklich gesagt, okay, im nächsten Monatsevent, ich sage jetzt mit Absicht nicht, das wird jetzt ausgesetzt oder pausiert, sondern das nächste Monatsevent wird wirklich nur für eine einzige Sache genutzt und das ist wirklich meine Ressourcen in den Hall of Fame Booker T zu ballern. Also ich sag mir wirklich, wenn man es dann wirklich geschafft hat, sich dann jetzt hier innerhalb so eines Monats-Event den Superstar zu holen und Booker T, wir haben Gameplay-Video hier gemacht auf dem Kanal, ist wirklich ein klasse Superstar. Und man muss ja auch mal so sagen, viele von euch, die, was weiß ich, entweder noch am Anfang sind bei Champions oder jetzt so mittlerweile so langsam im Flow kommen, man steckt sich ja immer so kleine Ziele. Und bei mir war es zum Beispiel damals so, wo ich mein Roster dann immer stetig so ein kleines bisschen verbessert habe und auch so ein bisschen als Entscheidungshilfe, wen ich denn jetzt hochziehe und was ich hochziehe. Für mich war zum Beispiel ganz am Anfang wichtig gewesen, ich wollte in jeder Charakterklasse, also sprich jetzt Striker, Powerhouse, Akrobat, wollte ich immer in 4 Sterne haben. Das war so, so ganz am Anfang, wo dann die 4 Sterne so irgendwann kamen, war so mein Ziel gewesen. Irgendwann ging es dann los, wo man gesagt hat, ah, jetzt wäre es schon cool, wenn du es auch hinkriegst, pro Charakterklasse vielleicht in 4 Gold zu haben. Fehlt mir ehrlich gesagt noch eine Charakterklasse, das sind nämlich die Akrobaten, weil ich da mich ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig entscheiden kann, wer es nun wird. Es wird dann höchstwahrscheinlich jetzt Ricochet werden. Aber hab dann halt, ja, AJ Styles noch auf 4 Silber gemacht, weil ich halt die Punkte fürs Talent abgebraucht hatte. Nee, für ein Coin-Event hatte ich das gebraucht. Und ja, und also bei den Akrobaten fehlt mir das mit den 4 Sternen jetzt zum Beispiel noch. Ah, und was wollte ich denn jetzt sagen? Warum? Ah! Auf jeden Fall sehe ich gerade, dass hier anscheinend die Codierung schon wieder überlastet ist. Das ist schon wieder zum Kotzen, ne? Deshalb ich bitte Ruckler zu entschuldigen. Ihr wisst, es ist immer das erste und vor allem die spontanen Videos, die man aufnimmt, wo es die Probleme gibt. Ja, und wo ich dann irgendwann mir gesagt hatte, okay, du hast dann jetzt in jeder Charakterklasse um 4 Sterne Gold, guckst du auch irgendwo dann mal hin, dass du auch pro Ära einen guten hast, dass du wenigstens einen 4 Sterner pro Ära hast, weil ihr kennt das selber, es ist ja manchmal in Gauntlet Blitzes oder in Faction Feuds oder irgendwelche Touren und so, wo es dann immer heißt, du brauchst einen Attitude Superstar, du brauchst eben von der Legends Era, du brauchst eben von der New Generation und so weiter und so fort, fängst du dann an, dort irgendwo dein Roster noch ein bisschen aufzubauen. Und wir haben ja mit dem Hall of Fame Contest, haben wir ja, wenn man so möchte, eine neue Ära halt auch mit dazu bekommen. Und diese neue Ära ist ja die Hall of Fame-Ära. Und deshalb sage ich mir, alles klar. Und Booker T ist ja natürlich der einzigste, den ich habe. Ich habe natürlich den Monat jetzt nicht mir, sage ich jetzt, Lita, Eddie oder den Stinger jetzt gönnen können. Das ist vollkommen logisch. Da bist du natürlich ferner liefen. Das ist dann natürlich, geht ordentlich ins Portemonnaie. Und da bin ich dann natürlich raus. Hogan hat mich ein bisschen besänftigt, was gerade das Thema angeht. Und ja, auf jeden Fall, du willst dann natürlich pro Ära gucken, was du dann noch so machen kannst. Und deshalb, Booker T ist der einzigste, den ich dann halt in der Hall of Fame-Ära habe. Und man weiß ja nie, ob irgendwann mal wieder Faction-Feuds drankommen, Gauntlet, Blitzes und was weiß denn ich nicht alles. Und deshalb sage ich mir, okay, du willst in irgendeiner Form diese Hall of Fame-Ära auch mit abdecken mit einem guten Superstar. Und darüber hinaus ist Booker T ja auch ein guter Superstar. Jetzt mal nur davon abgesehen, das soll ja nicht so klingen wie aus der Not heraus. Hauptsache, du hast ihn für die Hall of Fame-Ära. Er ist ja auch ein richtig guter Superstar. Da. Und da habe ich mir dann halt gesagt, alles klar, und jetzt tust du auch wirklich deine Ressourcen dann mal dafür verwenden, um Booker T da hochzuziehen. Kommt ja jetzt das Royal Rumble Event, das wird ja jetzt auch, ihr seht das Video Freitag, einen Tag später müsste das doch, nee, zum Freitag startet es sogar, genau, ihr seht das Video am Freitag. Und genau an dem Tag, 21 Uhr, wird ja dann auch das Royal Rumble Event starten. Und ja, das beginnt ja, glaube ich, auch direkt mit einem Coin Evolution Event. Da werde ich dann direkt bei Booker T so ein bisschen was reinballern. Ja, so sammeln und sparen. Ich tue mich da immer schwer, weil ich will ja auch die Superstars, die ich habe, halt hochziehen. Und deshalb werde ich definitiv Coin Evolution Event dann nutzen, um halt bei Booker T, ja, vor allem die Coins halt reinzuballern. Ist natürlich so eine Sache mit Entwicklung jetzt, gerade dann so im höheren Bereich, was dann jetzt so 4 Bronze, 4 Silber und 4 Gold letztendlich auch angeht. Weil er wird ja nun mal mit den Hall of Fame Token, die wir diesen Monat erspielt haben, nun mal gelevelt. Und da kriegst du dann halt nie so viele Punkte in dem Talent ab oder sowas, aber da sei jetzt wirklich drauf geschissen, ne? Hauptsache, der Typ kommt hoch, ganz klare Geschichte, weil man ist dann auch
Will ich stolz sagen? Klingt ein bisschen komisch jetzt und soll auch auf keine Art und Weise jetzt hier arrogant oder so rüberkommen. Aber man freut sich da halt schon drüber, ne? Weil man hat dann wirklich über einen ganzen Monat immer wieder geguckt, gerechnet und so. Wie machst du es jetzt? Weil ich habe natürlich auch nicht unendlich Ressourcen. Ich musste auch immer wieder rechnen und gucken, dass das da alles irgendwie so ein bisschen passt. Und ja, hat ja dann letztendlich gereicht, ne? Natürlich, ich habe es vorhin gesagt gehabt. Also ohne das Team wäre es zu 100% nicht gegangen. Also da hätte sich die Sache schon wieder gegessen gehabt. Deshalb wirklich an der Stelle auch, ich weiß, dass viele aus meinem Team sich auch die Videos angucken. Vielen lieben Dank, Leute. Ohne euch hätte das einfach nicht geklappt. Und ja, allein aufgrund der Tatsache ist man das auch schon schuldig, Bugatti ordentlich hochzuziehen, um dann eventuell in künftigen Team-Events auch ein bisschen zu unterstützen, wo dann vielleicht ein Hall of Fame-Superstar gefragt ist. So sage ich mir das dann. Na, für mich nur ein kleines bisschen ärgerlich, Bugatti ist Striker. Und Striker, da... Das ist so meine Klasse, wo Striker und Showboards, Leute. Striker und Showboards kann ich mich immer nie entscheiden, weil irgendwie immer wieder was dazukommt, was dazwischen kommt und was weiß denn ich nicht alles. Deshalb, das ist dann echt immer ein bisschen blöd. Oh, Redpack, das geht ja doink. Hohohoho, na, dit nenn ich mal ein Tag-Team. Da kannst du Spaß mit haben, der lila Launebär ist unterwegs. Schön. Ja, und siehst du, das habe ich gar nicht einkalkuliert, ne, mit diesen Tag-Team-Matches jetzt, aber haben wir ja nochmal Glück gehabt. Ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen, dass die Side-Matches Redpack oder so sein sollen. Hatte ich gelesen. Spielt uns in die Karten, ne. Deshalb alles gut. So, ach, es ist sogar mal gelb jetzt hier am Anfang da. Ist das nicht schön? Sogar doppelt gelb. Du ahnst es nicht. Deshalb, und ich freue mich da wirklich, dass das geklappt hat. Also... Och, das ist wirklich schön. Viele aus dem Team haben bereits Booker schon eingefordert. Ich habe nämlich extra, da sind wir wieder bei dem Punkt, will jetzt nicht sagen, dass andere das nicht gemacht haben, aber es war halt wirklich so, ich habe gerechnet, weil Stephanie musste ganz einfach im Zuge dessen dann natürlich auf 4 Sterne Gold hochgehen. Und was ich aber nicht bereue, sage ich ganz ehrlich, weil ich finde, Stephanie McMahon ist wirklich ein sehr guter weiblicher Superstar, mit dem man in Zukunft ordentlich noch Spaß haben wird. Und ja, die musste halt hochgehen, aber ich habe dort halt an Coins dann nicht mehr weiter reingeballert. Oh, 4 Sterne Gold, ihr wisst, wie teuer dort ein Level-Up ist und so eine Scheiße. Deshalb habe ich da wirklich gesagt, ach komm, du wartest halt. Und ich sag's euch immer wieder, Leute, wenn es um so ein Monatsevent geht, wenn es auch um Price-Wall-Shops geht und ihr vielleicht auf eine bestimmte Sache hinspart, wenn ihr sagt, oh, es wäre geil, mir die 5 Millionen zu holen, es wäre aber auch geil, was weiß ich, mir diese Position zu holen, wo es die 12 Goldmarken gibt, ich würde gern das Gear haben vom Warrior und was weiß ich nicht alles, wartet wirklich bis zum Schluss. Klar, zwischendrin, wenn dann sowas ist hier mit Gauntlet Blitz, wenn man sagt, oh, ich bräuchte jetzt wirklich mal ein paar Gauntlet Blitz Tickets, klar, dann haut da rein, dann holt euch die, wenn ihr die zum Voranschreiten braucht oder fürs Team halt, der Meinung bin ich auch. Oder wo dieses eine Queen of Ring Event war, wo du halt Splitter für Stephanie McMahon halt, ja, wenn du die erlangt hast, dass du da Punkte gekriegt hattest, war ja auch gewesen. Da habe ich dann zum Beispiel auch meine Regel gebrochen und habe gesagt, alles klar, dann gehe ich dann jetzt rein in den Shop und hole mir natürlich die Splitter für die gute Stephanie, weil ich halt in diesem Queen of Ring Event dort so ein kleines bisschen weiterkommen wollte. Ja, man muss dann immer gucken, deshalb so eine richtige Faustformel, dass ich jetzt zum Beispiel einfach sagen würde, Leute, hebt euch eure Bahn, sprich eure Ingots immer wirklich bis zum Schluss auf, das kann ich so jetzt halt einfach nicht sagen, ne? Übrigens, seht ihr das, was hier ein Gürtel ausmacht, ne, und was Medaillen ausmachen beim Taker? Ihr seht's, wie man hier durchrusht und so, kam ja jetzt in der Post, ne, mit Expert-Gegnern, ne, soll ja beim Royal Rumble losgehen, mit Lex Luger als Gegner, die Jungs sollen dann auch Gürtel ausgerüstet haben, Medaillen ausgerüstet haben, sollen, sag schon, diese neuen Tafeln, ich hoffe, ihr habt das Tutorial geguckt, Leute, sollen diese neuen Tafeln haben und sollen dann auch wirklich so spielen, wie wir es machen würden, dass sie halt Moves nicht ohne Grund vorziehen, obwohl es sinnlos ist, dass sie Moves in der richtigen Reihenfolge spielen, wird krass, denke ich mal, ne? Also vor allem, man weiß jetzt noch nicht, wie schwer diese Gegner sein würden. Also jetzt in Bezug auf ihre Talentpunkte jetzt, das muss man sehen. Aber stelle ich mir
Stell ich mir richtig krass vor, Leute. Also, da bin ich mal richtig gespannt. Bin ich mal richtig gespannt und wird die ganze Sache, denke ich mal, dann wirklich, man muss es so sagen, noch schwerer machen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dann wirklich so implementiert wird, dass uns das dann in Touren immer wieder entgegentritt, dass du dort so einen Expert-Gegner hast. Aber ich bin ganz ehrlich, lieber dit, als dass sie irgendwie auf den Trichter kommen und sagen, auch die Survival-Matches waren doch ganz nett. Das sage ich ganz ehrlich. Dann lieber so, da wird es halt ein bisschen tricky. Und man muss vielleicht gucken, tue ich vielleicht dort die eine oder andere Requisite einsetzen und so weiter und so fort. Dann ist das halt so, Leute. Wir lassen es erstmal auf uns zukommen. Ich sag's immer wieder, nicht immer gleich meckern, sondern erstmal gucken. Und dann werden wir sehen, wie der Hase läuft und wo der Frosch die Locken hat. Ja, und wie gesagt, wir gehen danach noch im Price Wall Shop. Gewisse Sachen, ich habe mir jetzt nicht auf jede Ingot, Barren, Währung überlegt, was holst du dir jetzt? Es gibt Sachen, die ich mir definitiv holen möchte, das werdet ihr auch dann sehen, wo ich auch richtig froh bin, dass das am Ende dann noch dafür gereicht hat. Und was dann übrig ist, werden wir sehen. Ich muss mir aber definitiv ein paar Barren übrig lassen, weil ich halt nicht weiß, ob wir das Schlüssel-Event als Team noch maxen werden. Ich gehe eigentlich theoretisch davon aus. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste oder wie hieß das? Und ich muss mir definitiv 144.000 Barren aufheben, um mir eventuell dann eine fehlende 4-Sterne-Marke, also diese Hall of Fame-Token für Booker T halt aufzuheben. Also nicht, dass ich dann mich ärgere, weil ich die halt bräuchte, um Booker T letztendlich dann noch auf 4-Sterne-Gold irgendwann zu ziehen. Das wird sich auch eine Weile ziehen jetzt. Das ist natürlich jetzt ein weiter Weg, wenn du einen Superstar hast, wirklich von, ich will jetzt nicht sagen Level 0, aber ihr wisst schon, was ich meine, halt so von ganz unten, was die Level angeht. Da gehen ordentlich Coins und Ressourcen, gerade Poster und Booker braucht zum Beispiel viel Gelb. Da ist natürlich für die gute Stephanie McMahon auch ordentlich was draufgegangen. Da muss man dann wirklich jetzt erstmal gucken. Ne? Und das wird sich, denke ich mal, auch ein kleines bisschen ziehen. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. So. Jetzt machen wir hier erstmal ein Doink-Blatt. Ist natürlich schön, mit dem Taker jetzt hier mal so ein kleines bisschen zu spielen. Und ich glaube, wo ich damals im Rahmen von der Champions Week ein Video gemacht habe zum Taker, da hatte ich nämlich das Gameplay gemacht, so wie man ihn halt alternativ spielt. Also wenn man A-Cam nicht hat. Und jetzt spielen wir natürlich so, wie man halt in meinen Ohren schon mit das beste Potenzial eines Undertakers halt so mit rausholen kann. Obwohl ich hier immer noch der festen Überzeugung bin, dass es auch ganz cool ist, ihn dreifarbig zu spielen. Anderes Thema jetzt, aber so mit Violett, Gelb, Gelb ist das schon eine richtig runde Sache mit dem Taker und nicht ohne Grund habe ich ihn ja auch auf 4 Sterne Gold hochgezogen, weil ich ja halt auf ihn schwöre und vertraue und es ist halt immer so ein, ich finde das immer cool, in Faction Feuds haben wir ja schon mal gehabt, das Thema, ne, dass ich absolut kein Freund davon bin, meine Trainer innerhalb einer Faction Feud, hin und her zu switchen. Und dann ist es halt cool, wenn du siehst, okay, wenn du brauchst halt A-Cam vielleicht bei einem anderen Superstar, okay, spielst einen Taker, dann doch Violett, Schwarz, dann nimmst du halt Xavier Woods, den du woanders halt nicht brauchst, finde ich immer toll, wenn Superstars so Alternativ-Movesets haben, die auch richtig gut funktionieren, wo natürlich auch eben Booker T mit dazu zählt. So, jetzt müssen wir hier aber mal ganz kurz gucken, weil Eddie, ich habe überhaupt keinen Bock jetzt hier, dass der hier mit seiner Submission-Scheiße noch mit um die Ecke kommt. Machen wir nochmal blau mit. Ich habe keinen. Doch, wir haben eh mal Violett runter, haben wir sogar da. Und dann nehmen wir eh mal Gelb hoch, von dem Schüssel haben wir genug. Ich habe jetzt hier keinen Bock auf so Submission-Action. Da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf, sage ich ganz ehrlich. Ja, und es war, wie gesagt, eine spontane Idee. Ich habe erst wirklich so gedacht, okay, machst du halt so für dich jetzt hier so mit dem Abschluss dieses Events und habe mir wirklich gedacht, nee, mach's halt nicht, weil ich hier zum Anfang des Events so gesagt hatte, ich wollte euch da ein bisschen mitnehmen, dass ihr seht, wie ich hier da so vorankomme und so weiter und so fort. Was ist denn das jetzt eigentlich hier? Das ist doch schon wieder alles, vor allem er hat direkt Violett hier am Start, ne? Ist hier irgendwo blau, dass er nimmt? Ja, das ist doch schon mal schön. Aber er hat dann direkt Violett da, ne? Das ist natürlich ganz schön eine Scheiße. Ich meine, es wird mich nicht stören. Das Problem, was ich nur gerade habe, ich will mir natürlich, weil ich von Violett runter bloß noch eine einzige Requisite habe, die würde ich mir ja gerne aufheben. Ich habe ein kleines bisschen Angst, dass die alte Knutschkugel
den dann jetzt pinnt hier. Oh, haben wir ein Schwein. Haben wir ein Schwein, dann nehme ich doch gerne Requisiten. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So. Ja, er hat schon ein geiles Moveset, der Taker. Ist auch definitiv eine Option gegen den Zombie Austin jetzt hier durch die Dämpferjuwelen. Viele Wege führen nach Rom bei Champions. Viele Wege führen definitiv nach Rom. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen was kaputt. Da ist so schön gelb dabei. Also recyclingmäßig wäre das hier die Runde gar nicht so blöd jetzt hier, um ehrlich zu sein. Und da haben wir den guten Eddie hier down gemacht. Booker T, das Side-Match machen wir auf jeden Fall. Weil die 30 Splitter, die würde ich dann schon noch gerne für ihn mitnehmen. Jeder Splitter spart Ressourcen, ne? Und da muss ich dann auch morgen, bevor das Event vorbeigeht, nochmal wirklich so die einzelnen Hall of Fame-Books durchgehen, die einzelnen Touren, ob ich überall die Side-Matches gemacht habe, weil ich bin dann nämlich oft auch so einer, der dann mal so ein bisschen faul ist und sagt, hier, ach komm, das wird mit Booker am Ende eh nichts und ach, da machst du das Side-Match nicht. Aber ich habe schon mal den einen Tag geguckt gehabt und da habe ich eigentlich alles gemacht. Aber ihr wisst, doppelchecken ist manchmal besser. Und von daher werde ich da auch dann gleich nochmal durchgucken. Und da sind jetzt wirklich die letzten Leute, die letzten 20.000 Ingots, die uns jetzt fehlen. Wenn ich hier heute ein bisschen anders rede, ich bin so ein kleines bisschen verschnuppt und ich versuche eigentlich nicht so laut zu sein, weil meine Frau nämlich schon schläft. Da muss man nämlich ein bisschen aufpassen. Rücksichtnahme, Leute, Rücksichtnahme. Deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass die uns hier nicht so ärgern. Dass wir hier eigentlich so wirklich so richtig schön geschmeidig hier so durchkommen. Das ist wirklich eine tolle Sache. So, wie macht man das jetzt hier? Also, da liegt Violett, liegt ja mal richtig scheiße. Naja, vielleicht rutscht was schön nach. Natürlich liegt's dort. Naja, ein bisschen Schaden dürfen wir ja auch mal nehmen, ne? Ganz klare Geschichte. Ja, Jimmy Uso, ne? Der liegt bei mir auch noch auf Halde. Klar, hätte ich Jimmy Uso schon so weit wie manche andere, hätte ich gesagt, das wird der Kandidat, der auf 4 Gold geht. Aber der ist nun mal noch nicht so weit und würde natürlich etliche Ressourcen schlucken. Und deshalb habe ich gesagt, nee komm, jetzt machst du erstmal die weiter, die du schon oben hast. Und Jimmy Uso soll natürlich auf kurz oder lang auch mal irgendwann weiter hochgezogen werden. Weil es ganz einfach ein super Superstar, ein super Superstar und hat natürlich eine richtig geile Trainereigenschaft. Das darf man ja auch nie unter den Teppich kehren. So, haben wir hier aber auch jetzt ordentlich so ein bisschen einen auf den Sack gekriegt, ne? Ja, Jimmy Uso ist halt Jimmy Uso. Das ist halt so. Das ist ein Haufen Beutekisten, da bin ich mir jetzt 100% sicher, dass die auf jeden Fall kaputt gehen. Aber wir werden es sehen. Vielleicht meckere ich ein bisschen zu voreilig. Werden wir sehen. Viere, ne? Habe ich das richtig gesehen? Ne, alle. Ach was. Woher wusste ich dit? Das ist ja Wahnsinn. So, wenn wir Glück haben, kommt er nicht aus dem Pin. Oh. Da haben wir Schwein gehabt. Da haben wir Schwein gehabt. Das finde ich aber schön. Ja, trotzdem, komm, scheiß auf die Gesundheitspakete. Die gehen jetzt drauf. Hexor Jim Duggan wird auch nicht ohne sein. Obwohl man sich eigentlich keinen Kopf machen muss, wenn die jetzt wirklich in 4 Sterne Gold, Superstars. Auf jeden Fall die letzten Ingots. Die letzten Ingots. So, jetzt müsste eigentlich hier oben gleich stehen, Meilenstein erreicht. Müsste jetzt hier eigentlich stehen. Der nicht. Der nicht. Oh. Weil der ganze andere Schüssel da immer kommt. So, wir machen jetzt trotzdem das Side-Match hier. Die 7 Gesundheitspakete, die sind wir wirklich bereit zu opfern. Und, ach, das war nutze ein Gesundheitspaket. Habe ich noch kein Gesundheitspaket heute genutzt. Naja, da war es wenigstens für einen guten Zweck. Da war es wenigstens für einen guten Zweck. Das heißt ja, dass ich meine täglichen noch nicht gemacht habe. Doch, die täglichen habe ich gemacht. Deadman's Daily habe ich auch schon gemacht. Ah, das ist ja übrigens auch so ein Ding, ne? Die haben ja Die wollen ja ab Februar erhöhen hier, die Poster, die du kriegst, ne? Und ich glaube, auf schwer bei Deadman's Daily sollen dann auch noch so ein paar mehr Coins mit dazukommen.
Finde ich geil. Ist natürlich, irgendwann muss man natürlich reagieren, dass natürlich, ja, die Superstars, dass das immer mehr Ressourcen frisst und was weiß ich nicht alles. Oh, jetzt machen wir hier aber immer schön Schaden, aber wir werden auch gleich ordentlich Schaden kassieren von dem guten Hacksaw. Soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Es kommt nicht zum Pin. Haben wir ein Schwein? Dieser kleine Zipfel. Das ist schön. Und Doink wäre auch schon bereit. Doink juckt's auch schon in den Finger. Deshalb ganz entspannt, wir werden das Match hier auf jeden Fall gewinnen und uns da die 30 Splitter für Booker T mit ergattern. Bäm. Wird vom Schaden nicht reichen, aber vielleicht kommt er nicht aus dem Pin, weißt du nicht. Hexor ist und bleibt ja nun mal immer noch ein Showboard und die haben da oft Probleme. Oh, da ist aber schön was mit kaputt gegangen. Mit einem 125k Pin werden wir uns, denke ich mal, hier verabschieden aus der Tour. Junge, Junge, Junge. Haha, was willst du mehr? Was willst du mehr? So, und da haben wir's. Da haben wir's. Oh, ey, ich bin da so glücklich drüber. Ich habe auch wirklich schon die ganze Zeit, man rechnet ja immer wieder. Wir haben ja auch im Stream, ne? Da haben wir ja hier die Mathe-Stunde gemacht mit mir, wo ich da wirklich hier Zettel gemacht habe, hier so eine Textdatei und wir haben geguckt und gerechnet, reicht das und ach und so. Und ihr seht am Ende, hat es sich, ja, hat es dann gereicht. Und ich weiß, wir haben bei der Berechnung, sind wir nämlich davon ausgegangen, dass wir bei dem letzten Gauntlet-Blitz nicht den letzten Meilenstein erreichen werden. Wir hatten das bei optional da so hingeschrieben gehabt, weiß ich noch. So, Leute, wir haben's. Wir haben's. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Leute, wir holen uns Booker T. Booker T, meine Sonne. Komme her, wir haben es gepackt. Ihr seht's, ein neuer Superstar. Ja, den werde ich jetzt aber noch nicht holen. Aber das ist immer die... Ich raff das bis heute nicht, Leute. Sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ein Talent-Up-Event ist, dann kriege ich nie Punkte für die Entwicklung eines Dreisterners, wenn ich einen neuen Dreisterner begrüße bei mir. Ach komm, scheiß der Hund drauf. Ich will den jetzt haben. Und selbst wenn mir 1 Million Punkte irgendwo flöten gehen, dann ist das so. Komm her! Ach. Da haben wir es gepackt. Wir wollen nicht über das Aussehen diskutieren. Wollen wir nicht. Aber wir haben es gepackt. Booker T, Hall of Fame, ist am Stissel. Ist am Stissel. Shane. Da ist er. Ein paar Splitter haben wir auch. Das ist auch ganz nett. 600, sehe ich das... 685, sehe ich das richtig? Mensch, Leute, wir müssten ja eigentlich nur... Ich habe das schon wieder vergessen. Er war ja ein Coach gewesen, ne? Hier mit Gelb erzeugen. Also auch ein sehr guter Coach, ne? Stimmt, so war das. Wie viele Splitter haben wir denn? 605. Und ihr seht, Gelb ist richtig viel bei mir flöten gegangen. Da ist nicht mehr viel da. Deshalb denke ich mal, werden die auch bei Gelb reinflattern überall hier. Ah, naja. Das steht ja jetzt auf einem anderen Blatt Papier. So. Jetzt mach mal Stück für Stück. Weil ich will jetzt hier auch keine Fehler machen. Video ist eh lang genug, von daher eh drauf geschissen. Erstmal müssen wir ein bisschen Marken verkloppen. So, weil mich triggern immer übelst diese Ausrufezeichen. Will ich nicht sehen. Und ich brauche sowieso unbedingt Markenteile. Damit ich meine Marken weiter hochziehen kann. Weil ihr seht, das ist nicht so unwichtig. So, mehr waren es nicht? Mehr waren es nicht? Okay. So, erstmal hier alles so ein bisschen einsammeln. Ach siehst du, es gab ja auch noch 4 so eine Täschchen. Die müssen wir natürlich auch noch abholen. Aber wir machen erstmal die letzten 8 Schlüssel off. Damit das hier bei dem Key-Event auch alles mit rechten Dingen zugeht. Und damit natürlich das Team, damit man da gucken kann, ob das wirklich alles passt und so weiter und so fort. Ja, es ist nicht mehr viel. Es sind nicht mehr viele Punkte. Ich denke fast mal, wir schaffen es. Aber ich werde mir trotzdem ein paar Ingots bzw. Barren halt aufheben. Okay. Kommt nochmal so ein 3-Sterner zum Abschluss. Obwohl Liter-Splitter nehme ich wahnsinnig gerne mit. Und 50 ist jetzt auch nicht wenig. Ja. Nochmal Lieder. Du, ich sag da nichts. Ich nehme das gerne mit. Okay. Dich brauche ich jetzt nicht unbedingt. Komm nochmal Lieder.
Okay. Dann halt der Million Dollar Man. Aber wir haben noch zweimal. Jetzt? Zum Ende? 40 Splitter für Stephanie. Ist okay. Ist geil. Nimm wir nochmal mit jetzt hier zum Abschluss. Ich glaube, es ist der beste Pull, den ich bis jetzt daraus hatte. Wenn man es mal so nimmt. Mit zwei Silber Stephanie daraus gezogen. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. So. Jetzt öffnen wir hier erstmal unsere vier Täschchen, bevor wir dann in den Price Wall Shop gehen. Hier übrigens diese Marken, ich werde sie glaube nie einsetzen können, weil die hat natürlich jetzt jeder mittlerweile. Und ich bin dann immer viel zu langsam und habe auch immer nie Glück bei sowas. So. Also ich meine damit, sobald dort der neue Team-Tresor ist, dann der wird gleich leer sein bei uns. Das ist halt einfach so. So, was können wir hier kriegen? Ich würde mich über die Splitter freuen von Stephanie. 200 Minimum, nicht verkehrt. Ich würde mich sehr über die Coins freuen. Und alles andere will ich eigentlich nicht. Coins oder Steph-Splitter? Will ich haben. Und pass auf, jetzt kriegt man ein 2 Bronze Bugatti. Vier verschiedene Sachen. Okay. Komm, Coins. Okay. Wenigstens einmal waren die Coins drin. 1,2 Millionen Coins, das ist Balsam für meine Seele. Ach so, hier wegen der... Aber wartet mal, wir haben eh dann wahrscheinlich noch ein paar Taschen zu öffnen. Wir haben dann eh noch ein paar Taschen zu öffnen. Jetzt gucken wir erstmal hier. Hier ist noch irgendwas. Drei was? Damit wir hier auch wirklich... Ah, der neue Vault ist doch noch nicht da, ne? Nee. Okay, gehen wir erstmal hier in die Headliner-Beute. Mach mal halt so ganz geschmeidig, Leute. Ich hoffe, ihr habt euch schon ein kühles Getränk geholt. So, Brutus the Barber Beefcake. Alles andere ist Schmutz. Alles andere will ich hier nicht sehen. Ich werde sie nie kriegen. Nie. So. Diamant. Vorführeffekt. Ich sage immer wieder, wenig öffnen. Also wenig Puls, also öffnen. Ja, im Video klappt es nie. Das ist so irre. So, haben wir. Gut, gut, Leute. So, jetzt machen wir erstmal Kassensturz. Jetzt müssen wir Kassensturz machen. Christian muss wieder sein schlaues Buch hier holen. Christian muss sein schlaues Buch holen. Wie viel haben wir denn? Ordentlich, ne? 100, also 1 Million... 841, 235. Okay. Gut, Leute. Und wichtig ist ja jetzt, dass man wirklich bei dem Price War Shop, was ich mir jetzt hole, heißt ja jetzt nicht, dass ich das wirklich jeder auch so holen soll. Das ist wirklich komplett individuell. Das ist individuell, Leute. Ich will bloß mal eins noch gucken, dass ich da jetzt wirklich keinen Fehler mache. Man kann bei dem Key-Event, kriegt man noch eine von den 4 Sterne, von den 4 Sterne Hall of Fame-Marken. Für die Entwicklung von... Nee, nach Klasse, Christian, nach Klasse. So. Und hier. Man braucht nämlich, wenn du Bugatti auf 3 Sterne halt hast, brauchst du 35 3-Sterne-Marken und brauchst 35 4-Sterne-Marken. Ihr seht, ich habe 33, deshalb werden wir uns definitiv im Shop eine jetzt holen. Und eine wird dann eventuell noch über das Key-Event kommen. Und, aber, deshalb hebe ich mir 144 auf. So, das ist jetzt hier erstmal ein weiter Weg runter zum Price Wall Shop hier. Na. Da. So. Wir holen uns auf jeden Fall eine von diesen 4-Sterne-Marken. Eine holen wir uns auf jeden Fall. Und die andere kommt dann eventuell, werden wir sehen, übers Team-Event oder halt auch nicht. Dann, was wir auf jeden Fall holen werden, ist der epische Gürtel für Bugatti. 156.000 Ingots gehen dafür drauf. Ich hoffe, er hat eine coole Eigenschaft, weil ansonsten ärgere ich mich. Ich will nämlich echt keinen zweiten holen für einen zweiten Versuch. Habe ich echt keinen Bock drauf. Aber er soll ja auf jeden Fall eine Eigenschaft mit sich bringen. So, dann, was wir uns auf jeden Fall holen, das ist hier. Auf jeden Fall... Die 5 Millionen Coins, die müssen einfach her. Die müssen einfach her. Oh, da habt ihr mal gesehen, wie viele Coins der Christian hat. Ihr seht, ziemlich low. Also zumindest so, wie es vor dem Event war.
So, wie viele Bahnen haben wir denn noch? Obwohl, eigentlich weiß ich ja, was ich mir unbedingt holen möchte. Und was ich mir nämlich auch unbedingt holen möchte, ist das Warrior Gear. 780.000 Ingots ist eine Menge. Ist eine Menge. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ich habe nun mal vor, den Warrior weiter hochzuziehen. Und so wird er einfach noch besser. Deshalb nicht drüber nachdenken. Ich habe das von Anfang an gesagt, dass ich das gerne erreichen würde hier. Und das haben wir jetzt hiermit erreicht. So, jetzt aufpassen, Leute. Aufpassen. Jetzt geht es dann natürlich darum. Warte mal, wie viel habe ich denn noch? Wie viel habe ich denn noch? Ich muss das ja jetzt hoch im Video hier nicht über die... Nee, wisst ihr was? Ich habe jetzt noch 350.000 übrig. Ich lasse das jetzt so und warte dann erstmal ab, ob ich die Marke noch so vom Event kriege. Wenn nicht, dann hole ich mir die hier natürlich und dann sage ich euch auch, was ich dann noch machen würde. Also wie gesagt, Leute, das ist alles individuell und das muss jeder für sich selber wissen. Dann würde ich nämlich hier hingehen und würde mir das hier dann vielleicht noch einmal holen, vielleicht zweimal, wenn es reicht. Oder, also da bin ich mir wirklich so zu 100% noch nicht so ganz sicher. Oder ich würde mich dann halt eindecken mit 2 Sterne Silbermarken. Das würde ich dann halt jetzt hier noch machen. So, gut. Haben wir das geklärt? Haben wir das geklärt? So, hier ist doch jetzt bestimmt noch irgendein Schüssel. Was haben wir jetzt hier am Start? Ach, der Gürtel. Ey, gib mir einen guten, auf jeden Fall hier. Für einen Akrobaten wäre gut. Natürlich das, was du am meisten hast. So, ich will eine coole Eigenschaft haben. Ich will hier eine coole Eigenschaft haben. Er soll ja, angeblich soll der Gürtel definitiv eine Eigenschaft mitbringen. Komm, gib mir was Cooles. Gib mir was Cooles. Das Juwelenschaden, ne? Obwohl Juwelenschaden bei einem Striker jetzt definitiv nicht so blöd. Nicht so blöd. Warum ist denn jetzt hier eigentlich immer noch die Eins? Verwirrt mich doch nicht. So. Den Gürtel rüstet man natürlich mal aus. Hall of Fame Gürtel für Booker. Ausrüsten. Ganz wichtig. Bitte gehe in den Startbildschirm. Nein! Verwirr mich nicht. Mach jetzt hier keine Scheiße. Okay, der Gürtel ist noch da. So. Und das ist allgemeiner Juwelenschaden. 0,1 ist ein Schreibfehler, Leute. Das heißt eigentlich 10% mehr Schaden. Verdammt geile Eigenschaft. Verdammt geile Eigenschaft. Das ist ein schöner Gürtel für Booker. Wir haben es gepackt. Booker T ist da. Und da kann man jetzt mal gucken. Was brauche ich jetzt? Brauche ich, glaube ich, 5, ne? Ne, 10. Stimmt, er braucht 10 und dann 20. Da habe ich euch nämlich Scheiße erzählt. Das waren nämlich nicht 35 3-Sterner, sondern es waren 30, genau. Du brauchst 10 für 3 Silber und 20 für 3 Gold. Und dann geht es nämlich los mit 5 von den 4-Sternern. Genauso sieht es nämlich aus. Aber was natürlich auch noch eine richtig schöne Sache so nebenbei ist, wollen wir auch nicht unter den Teppich kehren. Das ist mir nämlich auch sehr, sehr wichtig gewesen. Deshalb ist das hier nämlich auch noch so eingeblendet. Wir haben für den Warrior das Gear. Da freue ich mich wirklich drüber. Wir machen einen zusätzlichen... Warte mal, Boost anzeigen. Wir machen einen zusätzlichen Kreuzabräumer mehr. Klar, Jeff Hardy ist als Max-Trainer da. Sprich... Wir machen, der hat vorher 4 gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Er macht hier 2. Macht 5, dann macht er dann quasi 6. Macht 6 Kreuzerbräumer. Geil. Und wie gesagt, einen Warrior will ich auf kurz oder lang auch gerne weiter hochziehen. Der hat hier auch den coolen Gürtel hier. Der hier mit hier 25% Extra-Turn-Chance, den man sich mal erspielen konnte. Den habe ich da jetzt beim Warrior gerade dran. Viele setzen den ja bei Slick Rick drauf, ist vollkommen richtig. Aber den habe ich leider noch nicht so hochgezogen. Aber es soll mit dem Warrior halt weitergehen. Und endlich dieses Gear da. Und ein paar Coins sind auch wieder mit bei rumgekommen, die natürlich alle in den guten Booker T, ja, mit reinfließen werden. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Das war das Ende des Hall of Fame Events, des Hall of Fame Contest. Und wie gesagt, das erste Mal, dass ich es auch gepackt habe, den letzten Meilenstein mir zu holen. Und
An der Stelle wirklich nochmal danke ans Team. Danke auch an viele von euch, die auch mir zwischendurch dann immer Tipps gegeben haben, gesagt haben, hier so. Danke an Bikerhard, an André. Wir haben so oft gequatscht und überlegt, wie machen wir das jetzt hier. Und er hat es natürlich auch gepackt, sich den Bugatti zu holen. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Und natürlich herzlichen Glückwunsch an alle anderen, die es gepackt haben, sich Bugatti zu holen. Man sieht, es ist nicht unmöglich. Und gerade bei mir in diesem Monat muss man sagen, es ist auch ohne großen Cash-Einsatz möglich, definitiv was zu reißen. Man muss natürlich auch mal ein kleines bisschen Glück haben mit den Touren und was für Superstars da so dran kommen. Wenn ich mir das da oben mal so angucke, wo wir beim Key-Event stehen, denke ich mal, dass wir das als Team auch noch schaffen werden. Gehe ich zumindest mal felsenfest von aus. Jetzt muss ich ja nur ein Showdown-Match mit Bugatti irgendwie machen, ne? Das gab ja auch noch mal Punkte, ne? Ist ja auch egal jetzt. Na, guck mal, da fehlt doch nicht mehr viel. Da fehlt doch nicht mehr viel. Und da könnte dann nämlich hier der letzte besagte wichtige Token, die wichtige Marke hier noch bei rumkommen. Ja. Wir haben die aber vorhin geholt, ne? Ey, man kriegt dann immer Paranoia. Du kriegst Paranoia. Ich meine, wir hätten die Ingots zum Glück noch. Ich müsste jetzt 34 haben. Das passt. Alles gut, Leute. Gut, okay. Leute, soll's gewesen sein. Hall of Fame Contest ist vorbei. Wie gesagt, schreibt runter in die Videobeschreibung, wie weit seid ihr gekommen. Oder habt ihr eh gesagt, ich mache das diesen Monat eher low. Und ja, wenn ihr Bock aufs Team habt, auf die DX-Family, Link unten in der Videobeschreibung zum Discord-Server. Da wird euch geholfen. Und natürlich, wenn ihr die coolen Infos haben wollt, ein Champions und das komplett auf Deutsch, auch unten Link in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne reinziehen. Gut, Leute, soll's gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.